Wir erkunden unsere Basis, finden das erste Secret und treffen eine neue Verbündete. Und damit willkommen zurück bei Dragon Age The Veilguard. Ja, in der letzten Folge sind wir gestartet und am Ende hier gelandet. Und wo dieses hier ist, wissen wir noch gar nicht genau. Varric ist verwundet, wir können mit ihm sprechen. Und da steht Neve. Auch eine Bekannte, mit der wir nicht sprechen können. Hier ist ein Spiegel der Verwandlung. Was macht der? Erstmal reingucken in den Spiegel der Verwandlung. Wir können unser komplettes Aussehen anpassen. Okay, das ist gut. Warte. Eine Sache gefällt mir nämlich nicht so ganz. Ich finde, ich habe die Wangenknochen ein bisschen zu hoch gemacht. Wangenhöhe. Da. Glaube ich, oder? Ist das das? Irgendwie nicht. Oder? Doch. Warte. Ach, ich weiß, was es ist, glaube ich. Hier, Hagerkeit. Oder? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe doch keinen Plan. Das hier ist es. Siehste. Ich glaube, so gefällt sie mir ein bisschen besser. So. Änderung übernehmen. Und ich glaube, abschließen ist es, ne? Übersicht, abschließen. Ja, okay, perfekt. Haben wir uns mal ganz kurz umoperiert. Warum auch nicht? So, und wir müssen uns jetzt hier in unserem neuen Bereich erstmal umschauen. Wir gucken natürlich erstmal in unsere Truhe, denn irgendwas war von wegen Bonusgegenstände. Ach ja, die Blutdrachenrüstung, Aussehen, Helm und Gewänder. Stimmt, die war ja im Vorbestellergeschichten-Dings mit dabei. Ich wünschte, ich könnte mit euch da draußen sein, Rook. Seid einfach vorsichtig, ja? Natürlich, lieber Varric. Unbedingt. Und hier auf dem Tisch liegt seine wunderbare Bianca, seine Waffe. Kaputt. Oh Gott, ich hoffe, wir kriegen sie repariert. Das wäre sehr, sehr schön. Ansonsten sehe ich hier nichts. Das bedeutet, wir gehen mal dahin, wo wir hin sollen. Und schauen, wo wir hier gelandet sind. Denn das sieht ehrlicherweise nicht unbedingt... wo sind wir? Okay, es sieht auf jeden Fall geil aus. Bibliothek, ich finde es toll. Vielleicht nicht so perfekt zugänglich, aber trotzdem sehr, sehr toll. Und was ist hier? Sammeln. Oh oh. Codex öffnen. Verschiedenes. Einführung in den Leuchtturm. Der Leuchtturm war einst ein Ort des Lernens, voller Hilfsmittel, um die Geheimnisse mächtiger Magie zu ergründen. Als Solis gegen jene rebellierte, die sich selbst als unsere Götter bezeichnen, wurde der Leuchtturm zu seinem Stützpunkt voller Hilfsmittel, um Möglichkeiten zu ergründen, uns von der Tyrannei der Evanuris zu befreien. Ihr alle, sowohl jene aus Fleisch und Blut als auch jene aus dem Nichts, seid hier sicher. Jeder, der mithelfen kann, mithelfen will, ist willkommen. Die Magie des Leuchtturms wird eure Bedürfnisse stillen, für euer Wohlbefinden sorgen und euch sogar dabei helfen, fremde Sprachen zu verstehen, was insbesondere für jene wichtig ist, die aus weit entfernten Teilen des Reiches hierher geflohen sind. Solltet ihr noch etwas anderes brauchen, stehe ich euch gerne zur Seite. Fragt einfach nach dem langsamen Pfeil. Verlassen. Okay. Und vor 6 Monaten verfasster Brief. Lydir, die gute Nachricht ist, dass ihr aus diesem verfallenen Tempel entkommen seid und verhindert habt, dass das Artefakt den Venatori in die Hände fällt. Die schlechte Nachricht ist, dass der Adlige aus Rivain, der euch hintergehen wollte und deswegen sein Leben verloren hat, der Vetter der Königin war. Nun möchten Beamte aus Rivain euch befragen, von den Venatori ganz zu schweigen, die euren Kopf wollen, weil ihr sie das Artefakt gekostet habt. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ihr und Varric kommt bereits bestens miteinander aus, daher verlängern wir eure Mission mit ihm ein wenig. Er sucht jemanden, einen Magier, der sich als alter Elfengott ausgibt. Er wird euch darüber informieren. Ich habe nicht länger zugehört, als klar war, dass dabei kein Schatz zu holen ist. Dabei gewinnen alle. Varric bekommt eine Schatzjägerin aus den Reihen der Meister des Schicksals, die sich mit alten Ruinen besser auskennt als jeder andere, und ihr kommt für eine Weile aus Rivain raus, bis sich alles beruhigt hat. Wir sehen uns, wenn der Auftrag erledigt ist. Für Gold und Ruhm, Isabella. Unsere Vergangenheit sozusagen. Sehr schön. Was haben wir noch? Die... Ey. Die Schattendrachen, unsere Fraktion, glaube ich. Nee, die Schattendrachen?
Nee, wir sind kein Schattendrache. Das war das Zweite, was ich überlegt hatte zu nehmen, aber sind wir nicht. Über die Templer von Tevinter. Wird der Orden der Templer erwähnt, stellt ihr euch mit Sicherheit die gerüsteten Mitglieder der südlichen Kirche vor. Diese Templer sind dazu ausgebildet, unkontrollierte Magie, Blutmagie und Abscheulichkeiten zu bekämpfen, um Personen, auch die Magier selbst, vor den gewalttätigsten Manifestationen magischer Macht zu beschützen. Sie verkörpern aber auch die Kontrolle der südlichen Kirche über Magier und setzen viele ihrer strengen Regeln und Vorschriften über Magie im Allgemeinen durch. Neben der Kampfausbildung konsumieren diese Templer Lyrium. Dieses Mineral, das Magier sonst für Verzauberungen und Rituale benutzen, gewährt Templern die Fähigkeit, Magie zu widerstehen und zu bannen. Dass die Substanz zudem süchtig macht, was sie an die Kirche bindet, sowie Paranoia, Besessenheit und letztlich Wahnsinn auslöst, wird häufig unter den Teppich gekehrt. Denn von dem kleinen schmutzigen Geheimnis haben wir doch alle schon gehört. Wie ihr vielleicht meiner Bezeichnung südliche Kirche entnommen habt, verhält sich die Lage im Reich von Tevinter anders. In Tevinter wissen wir, dass Magie nur dienlich ist, wenn wir ihr gestatten, sich zu entfalten. Wir unterdrücken Talente nicht, wir fördern sie. Das bedeutet nicht, dass wir die Gefahren von Magie ignorieren oder das, was sie mit gewalttätigen Naturen anrichtet, wenn man nicht eingreift. Wie im Süden können unsere Templer die Ausschweifungen von Blutmagie verhindern und Dämonen sowie Besessene unter Kontrolle bringen. Aber unsere Templer nehmen kein Lyrium zu sich und sie setzen keine unnötigen Vorschriften durch. Sie haben keine Befehlsgewalt über Magier, sondern folgen unserem hochgeschätzten Magisterium. Sie dienen der Kirche und den Leuten im Reich. Ich muss zugeben, ich bevorzuge unsere Vorgehensweise. Aus einem Brief von Lethesia Palus, wohnhaft in einem Grenzort im Reich von Tevinter, an eine Base in Orlais. Okay. Und dann haben wir noch. Wieso komme ich hier immer raus? Wir hatten hier noch die Welt von Thedas. Okay, das. Nein, das lesen wir natürlich jetzt nicht. Wir haben hier unsere Karte. Da hinten, da müssen wir hin zu Harding. Aber wir gucken uns hier natürlich erst einmal um. Gar keine Frage. Ich sehe schon. Dahinter ist ein Gang. Dahinter ist ein Gang. Die Treppe sind wir gerade runtergekommen. Hier ist wahrscheinlich noch ein Gang hinter. Es ist noch sehr vieles nicht freigeschaltet. Wir sind aber ja auch noch ganz am Anfang. Haben wir hier noch etwas? Ich wollte gerade sagen, hier ist bestimmt gemütlich zum Lesen, aber ich glaube nicht, wenn die ganze Zeit was über dir kreist. Aber dennoch niedlich. Okay. Wir gehen durch diese Tür, die sich selbst öffnet. Vielen Dank. Bewegungsmelder. Ah, bei der nicht. Schade. Oh. Oh, wow. Okay. Ja. Boah, beschreibt es verdammt gut. Sehr geil. Das ist also Soles Basis Rook, gewesen. ihr seid wach. Und wir sind im Nichts. Dort, wohin die Leute kommen, wenn sie träumen. Aber Zwerge träumen nicht. Und trotzdem bin ich hier. Ja, es ist unwirklich. Neff will, dass wir uns unterhalten. Darüber, wie es weitergeht. Ja, natürlich. Aber sich umsehen kann auch nicht schaden. Vielleicht bleiben wir noch eine Weile. Umsehen machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, es ist so toll. Stufe 2. Drücke die Mitteltaste, um den Fertigkeitenbildschirm zu öffnen und neue Fertigkeiten zu erhalten. Unbedingt. Fähigkeiten, da ist es. Oh, das sieht ja ganz gruselig aus. Punkte verfügbar 3. Okay, wir sind Magierin, das ist korrekt. Wir sehen uns das Ding mal an. Okay. Hier ist unser Arcana-Schuss, den haben wir ja schon. Und hier können wir andere Sachen noch freischalten. Eigenschaft Geistschlag. L1 halten, dann Dreieck antippen. Verbraucht beim Verteidigen 50 Mana, um eine Schockwelle 6 Meter weit in alle Richtungen zu schleudern. Verursacht Schaden auf Basis deines ausgerüsteten Stabs. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht.
Eigenschaft tödliche Konzentration R2 halten. Erhältst du deinen Fernkampfangriff aufrecht, steigt der verursachte Schaden mit der Dauer, die der Angriff aktiv ist. Bis zu einem Maximum von 3 Sekunden. Okay. Und hier Nichtsschlag. Kreis, Kreis, dann Viereck oder Dreieck. Nutze deine Geschwindigkeit, um aus einem Schritt ins Nichts heraus einen mächtigen Angriff mit einer beliebigen Waffe auszuführen. Oh Gott. Schaltet außerdem einen zusätzlichen Folgeangriff während des Sprintens frei, den du ausführst, indem du Viereck, Viereck oder Dreieck, Dreieck drückst. Gilt nur für Orbangriffe. Ah. Oh Gott. Okay, ich mache erstmal das mit dem Schild. Erwerben. Was haben wir hier? Dann kommt schnelle Erholung, höhere passive Fertigkeit, Mana-Regeneration setzt nach einer durch Mana-Verbrauch oder erlittenen Schaden entstehenden Pause 25% schneller ein. Das nehmen wir, denn Mana haben wir irgendwie aktuell immer zu wenig. Und hier auch eine passive aufladender Geist. Stabenergie wird passiv erzeugt, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Das nehmen wir auch. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Okay, wundervoll. Wunder, wunder, wundervoll. Dann können wir jetzt ja mit der Erkundung weitermachen. Wir sollen hin, wieder zurück. Das will ja mal gar keiner. Wir wollen uns hier erstmal umschauen. Wir wollen wissen, wo wir sind und was es hier so gibt. Zum Beispiel etwas zu lesen. Verblasste Mitteilung. Seht euch diesen Ort an. Wir haben hier einst eine Rebellion geplant. Wir wollten die Zukunft der Elfen verändern und die Tyrannen stürzen. Und das haben wir getan. Jetzt ist der Weg nach draußen zerbrochen. Es wird hart, all die Illuvien wieder in Betrieb zu setzen. Solus, falls ihr das hier seht, ich werde euch suchen in dieser Welt und bei den Sterblichen. Macht nicht zu viel Ärger, bis ich da bin. Okay, von wem ist diese Mitteilung? Das wüsste ich jetzt sehr gerne. Ha, Kiste! Dreht mit den Armen der Winde die Statue in eine beliebige Richtung? Wieso? Warum sollte ich das tun? Welche Winde überhaupt? Warte mal. Ach, die Winde. Warum sollten wir das tun? Müssen sich die beiden vielleicht angucken? Wir gucken mal, ob die sich angucken müssen. Lesen! Geheimnisvolle Nachricht. Um die Passage in der Bibliothek zu öffnen, müssen sich 3 Paare Angesicht zu Angesicht begegnen. 3 Paare? Ich sehe hier nur 2. Aber okay, wir interagieren mal. Angesicht zu Angesicht. Das heißt, die müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall alle in die eine Richtung, also sich angucken lassen. 2 fehlen noch. Ach, 3 Paare. Natürlich. Habe ich verstanden. Ja, habe ich verstanden. Drei Paare. Okay, hier ist noch eine Statue. Hier ist noch eine Kiste vor allem. Wie geil, dass man sich hier auch direkt irgendwie... ja, dass man hier Sachen hat. Da hinten ist die 2. Statue, das heißt, die hier ist schon mal richtig ausgerichtet. Ey, das ist ja mal mega geil. Also ich bin wirklich jetzt schon begeistert in Folge 2. Ich war sogar schon in Folge 1. Und was ist da drin? Unterhalten? Hä? Ach, so mit Harden. Sollte es nicht ablaufen. Was machen wir denn jetzt? Was sollen wir nur tun? Harding? Oh, hey Rook. Wie geht's euch? Wir fragen sie erstmal, kennt ihr Orte wie diesen? Seid ihr damals, als ihr Solus gemeinsam mit Varric gejagt habt, auch schon auf Orte wie diesen gestoßen? Ach, nicht direkt, aber bei Solus hatte irgendwie alles mit dem Nichts oder dem Schleier oder irgendwelchen anderen Zwischenorten zu tun. Varric hat das allerdings immer gehasst. Naja, zumindest fühlt sich der Ort hier anders an. Irgendwie sicherer? Harding, ist alles in Ordnung mit euch? Keine Ahnung. Ist etwa mit euch alles in Ordnung? Mit überhaupt irgendjemandem? Naja, egal. Es spielt keine Rolle, wie es mir geht. Wichtig ist nur, wie wir jetzt mit diesem Schlamassel umgehen. Wir wollten doch durch den Illuvien zurückreisen, oder?
Lasst uns damit anfangen, so bald wie möglich. Wisst ihr, ihr könnt euch ruhig ein wenig Zeit nehmen, um einfach... Jetzt klingt ihr genau wie Varric. Varric und ich haben das hier begonnen und ich kann nicht einfach damit aufhören. Nicht jetzt. Also bittet mich erst gar nicht darum. Holt mich einfach ab, wenn wir aufbrechen können, ja? Na gut. Harding gefällt's hier offenbar nicht besonders gut. Und hier hat sie sich niedergelassen. Ganz einsam und alleine. Und ist das hier alles Staub? Und Spinnenweben? Mädchen, komm zu uns im Turm. Da ist schöner. Deutlich schöner. So, okay. Ich drehe mich hier nochmal im Kreis. Ich behaupte aber mal, hier wird nicht wirklich was sein, oder? Eine Kiste! Oh, ich werde belohnt. Mit Gold. Okay, warte. Ist auf der anderen Seite vielleicht auch noch eine Kiste? Moment. Ja, Prioritäten. Gold hat Priorität. Aber hier ist keins. Na gut. Alles klar. Dann weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier hoch. Steuern, ja, direkt hier einmal auf die andere Statue zu. Hallo? Speisesaal. Oh. So. Das war der zweite Teil. Fehlt nur noch eine. Wunderbar. Zwei Statuen fehlen noch, die sich angucken müssen. Die Frage ist, wo sind die beiden? Aber gut, wir werden sie finden, früher oder später, da bin ich mir sehr sicher. Da unten ist eine Kiste. Wie komme ich da unten hin? Komme ich überhaupt da unten hin? Und wenn ja, wie komme ich wieder weg? Egal, wir gucken erstmal. Hier ist noch eine Kiste, da komme ich aber, glaube ich, so nicht hoch, oder? Also es sieht zumindest nicht so aus, als käme ich da hoch. Vielleicht kommen wir vom Speisesaal darunter. Oder dahin. Wir gehen mal hier rein. Okay, der Speisesaal sieht sehr trostlos und leer aus. Ein einzelner Stuhl, ein einzelnes Gedeck. Das ist aber toll. Nicht so gemütlich. Dafür haben wir hier kaiserliches Tuch. Okay. Eine Ressource, wie es aussieht. Liegt da einfach mal so rum. Also es lohnt sich, sich hier umzuschauen und da liegt noch etwas zu lesen. Kodex aktualisiert. Anmerkungen an einer Behütere. Okay. Diese Anmerkungen weisen in einer Ecke verschmierte Farbe auf. Waren sie schon immer hier? Es gibt Wesen in der Kreuzung, die nicht einmal die Weisen kennen, obwohl die Ältesten jedes Gebiet zu ihrem eigenen machen. Jetzt gehört diese Behütere mit Sicherheit hierher. Ich frage mich, wie wir wohl für sie aussehen. Bedürfnisse sind ein Gerüst und die Nöte der Lebenden erheben sich ständig darauf oder fallen herab. Hunger, Durst, Schlaf. Man stelle sich ständige Kakophonie für jemanden vor, der für so etwas empfindlich ist. Oder sehe ich das zu einfach? Bedürfnisse sind flüchtig, Nöte haben tiefere Wurzeln. Vielleicht finde ich deshalb die Anwesenheit dieses speziellen Geistes sowohl tröstlich als auch beruhigend. Die Aussicht, dass die Wünsche unseres Herzens und unsere tatsächlichen Bedürfnisse differieren oder sogar im Widerstreit sind, ist nur schwer zu erfassen. Ja, ganz bestimmt. Gut, dann gehen wir einmal hier raus, denn ich glaube, hier kommen wir auf den Balkon zur Truhe. Truhe, da ist sie. Ein bemalter Topf, ein Wertgegenstand. So, und dann hüpfen wir hier einmal runter. Okay, soweit so gut. Das war der Speisesaal. Dann, da oben kommen wir bestimmt irgendwann auch noch hin. Also vielleicht wissen tue ich es nicht natürlich. Okay. Da hinten haben wir noch ein Gebäude und hier haben wir noch ein Gebäude. Und hier können wir auch mit jemandem sprechen. Die Frage ist, mit wem? Wahrscheinlich mit Neve. Ehrlich, ja. Es ist zwar keine große Überraschung, im Nichts auf sie zu stoßen, aber ich könnte schwören, dass sie mir folgen. Alles in Ordnung? Wir sind hier an einem seltsamen Ort gelandet. Aber ich komme schon zurecht. Ihr kennt mich ja. Tue ich das? Ich weiß, dass euch Varric bei diesem Auftrag dabei haben wollte. Und ihr wisst dasselbe über mich. Ihr wurdet aufgrund meiner Entscheidung verletzt. Und das kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben.
Ich werd schon wieder. Ihr habt mir in der Sache vertraut und ich habe geliefert. Das ist alles, was zählt. Und wenn wir hier schon beide mit drin hängen, hoffe ich, ihr werdet mir auch in Zukunft vertrauen. Ich denke schon. Oh, und hier könnten wir sogar die erste romantische Entscheidung wählen. Ein bisschen Flirten hat noch niemandem geschadet. Alles klar. Ich wünschte trotzdem, wir hätten einen besseren Start gehabt. So viel zum ersten Eindruck. Ich hoffe, ich mache einen besseren zweiten. Naja, sagen wir mal, ihr seid auf einem guten Weg. Ihr macht euch viele Notizen. Worüber eigentlich? In letzter Zeit? Über das, was wir wissen, beziehungsweise wussten, bevor Solas alles über den Haufen geworfen hat. Und das wäre? Nicht viel. Ich bin mir sicher, Borte würde es hassen, das zu hören, aber ein Schritt nach dem anderen. Wir kriegen das schon hin. Fangt mit dem großen Ziel an. Das wird nicht reichen. Komm, wir sind optimistisch. Wir kriegen das schon hin. Davon bin ich überzeugt. Ach ja? Wisst ihr etwas, das ich nicht weiß? Nein, aber... Naja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Nein, nicht wirklich. Ach schön. Ein lockeres, ungezwungenes Gespräch. Und sie hat wirklich jede Menge Irrlichter in ihrem Zimmer. Aber cool. Okay, mehr haben wir hier aber nicht. Das heißt... Wo sind unsere letzten beiden fehlenden Statuen, die sich noch anschauen müssen? Wo stecken die? Da hinten sehe ich noch eine Kiste, genau wie da. Also hier unten. Ich behaupte jetzt einfach mal... Ja, komm, das ist ein Sprung, den schaffen wir. Und hier ist eine Statue, siehst du wohl. Und noch was zum Lesen. Was haben wir hier? Über göttliche Imperative. Der Helm von Solar ist zerstört. Elganons Lieblingsfolter hat ein Ende. Zu viele wurden gerettet, deren Geist durch die Erinnerung an eine erzürnte Sonne ausgebrannt worden war. Hierin liegt eine Lektion. Der Helm wurde nicht geschaffen, um uns zu quälen, aber die Evanuris sind anders als wir. Die Überlegungen eines Gottes transportieren einen eigenen Willen, eigene Imperative. Die Erinnerung sickert in ihre Symbole und verwandelt sie, so wie Feuer zu Feuer führt. Und bei unserem Wolfsherren, der so viel von sich selbst in seine Schöpfung steckt, welche Imperative sind es bei ihm? Das Herz der Rebellion muss verborgen bleiben, doch das Licht der Göttlichkeit lässt sich nicht eindämmen. Wir müssen schnell sein. Ein Gedanke bleibt. Wenn er uns rettet, was vermittelt er uns? Gedanken von Shiran, der deren Tal abgeschworen hat. Ja. Sehr schön, sehr schön. Und dann gucken wir doch mal, in welche Richtung diese Figur gucken muss. Ich tendiere zu da. Okay, warte. Das heißt, das ist schon mal richtig. Perfekt. Und dann... Okay. Das funktioniert. Gott sei Dank. Okay. Und dann schauen wir uns hier noch einmal das letzte, ja, letzte Dingen an, sage ich mal. Hier habe ich eine Kiste gesehen. Werkstatt. Okay, Werkstatt lese ich gerne. Werkstatt klingt sehr gut, aber die Tür ist auch noch verriegelt, sozusagen. Verriegelt, verschlossen, verwuchert, überwuchert. Wie man es nennen mag. So, aber hier ist die letzte Statue. Fertig. Okay, das hat irgendwas bewirkt. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Es hieß ja irgendwas in der Bibliothek. Das heißt, wir gehen dort einmal hin zurück. Und hier ist es. Nee, hier ist Gruppe versammeln. Hier? Hier! Okay, was ist hier? Wir gucken uns das an. Musikzimmer. Ui, hä, wie cool. Wie geil das ist. Also wirklich. Makelloser Kristall, Gold, noch eine Kiste und ein Text. Ich mag so kleine Rätsel. Erinnerungen an ein Duett.
Die neben diesem Instrument zurückgelassenen Notenblätter scheinen ein Duett zu sein und enthalten Anmerkungen einer offensichtlich kundigen Hand. Die Anmerkungen sind begleitet von klaren emotionalen Eindrücken, sorgfältiges Üben mit strengem Auge für Fehler, die Erleichterung eigener Errungenschaft abseits von gut gemeintem Missverständnis und gedankenloser Verehrung, unaussprechliche Freude im Zentrum anschwellender, perfekter Echos. Am Ende tritt eine geliebte Erinnerung zutage. Ein lächelnder Blick, ein Treffen bei einem Crescendo, ein geteilter Augenblick gegenseitigen Verständnisses, alles sehen und ebenso vollständig gesehen werden. Die Eindrücke verblassen. Kann ich Klavier spielen? Kann ich mich hin... Ich will Klavier spielen. Ich darf nicht Klavier spielen. Das finde ich frech. Okay. Aber wir haben das Musikzimmer erfolgreich gefunden. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als einmal unsere Gruppe zu versammeln. Also, wir haben das Ritual aufgehalten. Und Varric hat den Preis dafür bezahlt. Hey, es war Varics Entscheidung, mit Solis zu reden. Er kannte die Risiken, genau wie wir alle. Und jetzt ist Solis fort und wir sind hier, wo auch immer hier ist, abgesehen von im Nichts. Solis hat diesen Ort den Leuchtturm genannt. Ach ja? Wann? Er war im Nichts. Er war mit mir in einem Traum. Er war in meinem Kopf. Tut mir leid. Das war, als ich bewusstlos war. Solis ist mir im Traum erschienen. Wirklich? Ein Glück, dass es euch gut geht. Soweit ich es sehen konnte, sitzt er jetzt im Nichts fest. Also nicht hier, sondern in einer Art Gefängnis. Seid ihr euch sicher, dass ihr das nicht einfach nur geträumt habt? Das wäre absolut nachvollziehbar. Solis ist fähig, im Traum mit anderen zu reden. Sie sogar zu töten. Er meinte, dafür wäre unsere Verbindung nicht stark genug. Er konnte mich nur erreichen, weil ich geblutet habe, als ich an der Ritualstätte das Bewusstsein verlor. Dann setzt Solis also Blutmagie ein. Wie es jeder normale Magier auch tun würde, um mit eurem Verstand zu spielen. Er ist aber kein normaler Magier. Ich habe es euch doch gesagt. Er ist ein Elfengott. Dass er ein nettes, kleines Ritual zustande bringt, macht ihn noch lange nicht zu einem Gott. Er besitzt gewaltige Macht, aber egal, wir gucken erstmal. Das ist keine normale Magie, das können wir wahrscheinlich sagen, weil wir Magier sind. Meine Götter waren gefährlich. Neth, ich bin eine Magierin. Ihr seid eine Magierin. Solis ist mehr als das. Dieses Ritual ging weit über alles hinaus, wozu ein Zirkelmagier fähig wäre. Oder sogar ein teventeranischer Magister. Also gut. Fakt ist, wir haben das Ritual aufgehalten und scheinen vorerst außer Gefahr zu sein. Seid ihr euch sicher, dass Solis euren Verstand nicht mit Hilfe von Blutmagie manipulieren kann? Ich bin mir in überhaupt nichts sicher. Und wir sind leider nicht außer Gefahr. Wie meint ihr das? Solis hatte zwei der anderen Elfengötter eingesperrt. Als er gefangen gesetzt wurde, sind sie entkommen. Dann sind diese Dinger, die wir aus dem Nichts kommen sahen, als das Ritual außer Kontrolle geriet, also... Es sind... Elganan und Gilanane. Zwei der Altelfengötter, gegen die Solis rebelliert hatte. Sie sind unseretwegen frei. Sie sind stärker als Solis. Sie sind schlimmer als Solis. Wir werden sie töten. Er meinte, sie wären böse. Wobei es interessant war, das ausgerechnet von dem Kerl zu hören, der gerade versucht hatte, den Schleier niederzureißen. Ihr glaubt ihm nicht? Doch, und genau das ist das Problem. Er sagte, sie seien grausame Tyrannen. Tyrannen, die derart mächtig sind, dass sich die elfische Geschichte als Götter an sie erinnert. Solis meinte, Elganan und Gilanane hätten Macht aus der Verderbtheit gezogen und wurden dabei selbst verderbt, woraufhin er sie eingesperrt hat. Dann haben wir es jetzt also anstelle eines Gottes mit Zweien zu tun. Und sie sind nicht nur mächtig, sondern auch verderbt. Wir müssen da raus und sie aufhalten. Einfach so? Wir sind ohne Varric einer weniger. Wir können nicht einfach blindlings losstürzen. Ich weiß, ihr seid noch angeschlagen, Neth. Aber wir anderen müssen etwas unternehmen. Wenn die Zeit reif ist, bin ich für jeden Kampf bereit. Vorher müssen wir aber Nachforschungen anstellen und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Und wie viele Leute sollen noch verletzt oder getötet werden, während wir Zeit mit Nachforschungen vergeuden? Harding hat recht, Neth hat recht. Ganz ehrlich, unvorbereitet irgendwo hinzugehen, halte ich für eine ganz, ganz, ganz miese Idee. Neth hat recht.
Wenn Elganan und Ghislaine schlimmer als Solas sind, müssen wir zunächst wissen, wozu sie fähig sind und was sie wollen. Aber wir haben nichts weiter als Solas Behauptungen. Dann lasst uns der Sache selbst auf den Grund gehen. Wir finden raus, womit wir es zu tun haben und gehen dann gegen sie vor. Na schön. Der Illuvian hat uns hierher gebracht, statt zurück nach Menrethis. Hoffen wir also, dass er uns auch wieder zur Ritualstätte zurückbringt. Vielleicht finden wir am Ort des Geschehens ein paar Hinweise. Nev, fühlt ihr euch dem schon gewachsen? Denkt ihr etwa, ein paar Kopfschmerzen könnten mich aufhalten? Ich habe schon in weit schlechterer Verfassung gearbeitet. Na dann, kehren wir zur Ritualstätte zurück. Der Illuvian steht in einem speziellen Raum. Er ist direkt die Treppe runter. Welche Treppe runter? Also wirklich, welche Treppe runter? Da ist das Musikzimmer. Ach so, die Treppe runter. Ja, okay, die Treppe runter ist. Ich hab schon verstanden. Dann lassen wir es doch direkt einmal krachen und machen weiter. Wir haben hier erkundet. Wir nehmen natürlich hier diesen Kodex-Eintrag nochmal mit. Der Illuvian des Schreckenswolfs. Die meisten von uns sind bisher nur den Vorstellungen jener, die sich selbst als unsere Götter bezeichnen, entsprechend durch die Illuvien gereist. Wir kennen sie als Spiegel, die immer von einem zum anderen führen und unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen paarweise verbunden sind. Solas ist den sogenannten Göttern einen Schritt voraus. Würden wir normale Illuvien nutzen, könnten sie uns zu unserem Versteck folgen. Solas hat Junes Werk jedoch verbessert und einen Spiegel erschaffen, dessen singender Stein seine Melodie verändern kann, sodass er nicht nur zu seinem verbundenen Gegenstück führt, sondern auch zu jedem anderen Illuvien. Wir können somit ohne Angst vor Verfolgung überall hinreisen, wo uns diese Rebellion braucht. Die Reisen durch ihn sind ebenso sicher wie bei einem normalen Illuvien. Solltet ihr aber noch Zweifel haben, werde ich euch gerne anleiten. Fragt einfach nach dem langsamen Pfeil. Verlassen. Okay. Ich finde es schön, dass man hier auch noch so ein paar Hintergrundinfos bekommt. Und ich würde sagen, wir versammeln die Gruppe direkt ein zweites Mal. Auf der anderen Seite dieses Illuvien wartet sicher ein Dutzend Dämonen auf uns. Falls er uns überhaupt nach Alethan bringt. Überanstrengt euch nicht. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Wollen wir? Gehen wir es an. Wo kommen wir jetzt raus? Das ist die große Preisfrage. Und scheinbar da, wo wir rauskommen wollten. Perfekt. Alles ruhig? Das ist allerdings überraschend. Die Ritualstätte. Aber wenn die Götter entkommen sind, sind sie jetzt fort. Na dann, sehen wir uns um. Vielleicht finden wir ja etwas... Gefunden! Ach du heiliges Stück! Was das denn? Der sieht nicht gut aus. Schaltet es ab! Ich versuch's ja! Okay, und sie scheint das Ding erweckt zu haben mit dem Ding. Aha, okay. Da haben sie es ja gerade noch mal geschafft. Strife, Irelin, ich bin's, Borta Harding. Harding? Was führt euch denn wieder nach Alethan? Das ist kompliziert. Was ihr nicht sagt. Rook, Neff, das sind Strife und Irelin. Beric und ich sind ihnen zu Beginn unserer Jagd nach Solas begegnet. Sie sind Schleierspringer, Experten für Altelfenmagie. Experten? Wohl kaum. Ich hab's ja nicht mal geschafft, dieses Artefakt abzuschalten. Tut mir leid, Tarith. Es ist nicht eure Schuld.
Seit der Himmel aufgerissen ist, wogt die Magie hier auf. Artefakte, die jahrhundertelang geruht hatten, werden wieder aktiv. Das liegt an Fanharals, Verzeihung, an Solas Ritual, nicht wahr? Ihr alle wolltet ihn doch aufhalten. Wir haben es versucht, irgendwie schon. Gebt nicht uns die Schuld. Wir haben Solas gefunden und verhindert, dass er sein Ritual vollendet. Nur ist dabei etwas schiefgelaufen. Die Magie ist außer Kontrolle geraten und Solas wurde ins Nichts gerissen, in eine Art Gefängnis. Während gleichzeitig etwas oder jemand anderes entkommen ist. Elganon und Gelenane, vermutlich. Mythalenast. Die Rückkehr unserer Götter, der Evernuris. Wenn diese beiden wieder auf der Welt wandeln, dann erklärt das so einiges. Wie zum Beispiel? Dass Artefakte nach Jahrhunderten wieder aktiv werden. Es bedarf dafür einer Quelle gewaltiger, magischer Energie, wie zwei unserer alten Götter. Könnt ihr uns irgendetwas über diese Götter erzählen? Solas mag vielleicht ein Bastard sein, aber verglichen mit den Evernuris, sagen wir einfach, sie waren nicht dafür bekannt, sonderlich gütige Herrscher gewesen zu sein. Solas hatte nicht grundlos gegen die Evernuris rebelliert und er hat sie auch nicht grundlos eingesperrt. Aber nun, da sie entkommen sind... Tareth ist in schlechter Verfassung. Wir müssen ihn zurück ins Lager bringen. Es werden immer noch Dutzende Schleierspringer vermisst. Wie können wir euch helfen? Wir müssen Belara Luther finden. Niemand kennt sich mit unseren alten Artefakten besser aus als sie. Und damit sie in die Luft zu sprengen. Sie war gerade aufgebrochen, um nach einem anderen Artefakt zu suchen, als durch dieses Ritual alles aus den Fugen geraten ist. Wenn jemand all diese wilde Magie und die Artefakte, die durch sie aktiviert werden, in den Griff bekommen kann, dann sie. Also gut, bringt ihr euren Freund zurück in euer Lager. Wir machen währenddessen Belara ausfindig. Ihr seid noch verletzt, Nev. Helft den Springern, Nev. Ihr bleibt hier. Nein, komm, sie soll den Springern helfen. Nev, bleibt ihr doch bei Strife und Irelin, ja? Mir geht's gut. Ihr seid die beste Detektivin in Manrathis. Ihr könnt den Schleierspringern hier von Nutzen sein. Sollte es Schwierigkeiten geben, werden sie eure Fähigkeiten brauchen. Also gut, ich bleibe hier. Wir treffen uns dann im Lager der Schleierspringer. Es liegt direkt südlich von hier. Belara ist bei einigen Elfenruinen im Westen, oder war es zumindest vor 3 Tagen. Ich an eurer Stelle würde dort mit der Suche beginnen. Viel Glück, Rook. Und danke. Okay, wir haben unsere erste Quest. Also, unsere erste Quest nach dem Intro sozusagen. Oh. Okay. Schick. Sehr schick. Das ist durchaus wunderschön. Bilde ich mir das nur ein oder hat dieser Nebel wirklich etwas Seltsames an sich? Alles hier fühlt sich irgendwie seltsam an. Als hätte sich die Realität ein Stück verschoben. Oh mein Gott, und wir dürfen uns jetzt frei bewegen. Alter Schwede, ist das hübsch. Voll der schöne Herbstwald. Fast so ein bisschen wie bei uns aktuell. Toll. Diese Rüstung. Bewegt die sich etwa? Welche? Ah, die! Nee, finde ich nicht. Die sieht eigentlich relativ normal aus. Aber jetzt ist sie tot. Die nicht. Aber... Okay, die ist mir jetzt schon sympathisch. Leute! Was macht ihr hier? Belara? Belara Luther? Strife und Irelin haben uns auf die Suche nach euch geschickt. Ja, und wer genau seid ihr? Nennt mich Rook. Borte Harding. Laut Protokoll wird frühestens nach einer Woche ein Suchtrupp entsandt. Und ich bin erst seit 3 Tagen fort. Naja, die Situation hat sich verändert. Leider zum Schlechteren. Unsere Götter, Elganan und Gelenane, sie sind aus Fanharals Gefängnis entkommen. Und wie es aussieht, wollen sie die Welt vernichten. Oh, ja,
Das ist definitiv eine Veränderung zum Schlechteren. Okay, also gut. Ich brauche eine Sekunde. Das wird kaum reichen. Ich hatte schon ein paar Tage Zeit, das alles zu verarbeiten und begreife es immer noch nicht. Es erklärt auf jeden Fall so einiges. Wie zum Beispiel? Den Anstieg roher Magie in der Gegend. Diese Artefakte haben schon vor einer Weile angefangen, aktiv zu werden, aber nur nach und nach. Dann ist vor ein paar Tagen der Himmel aufgerissen. Und jetzt? Rohe Magie. Dicht wie Nebel. Nur ein Gott oder Götter könnten das bewirkt haben. Das Ganze ist irgendwie aufregend und gefährlich. Wirklich gefährlich. So gefährlich, dass ich eigentlich ins Lager der Schleierspringer zurückkehren wollte, aber... Aber was? Seht ihr diesen Schimmer? Das ist eine Schleierblase. Sie trennt uns vom Rest der wirklichen Welt. Sozusagen. Und sie ist nur in eine Richtung durchlässig. Ist man erstmal drin, kommt man nicht wieder raus. Das ist überhaupt nicht mal so gut. Strife und Irulan meinten, ihr wärt ihre beste Schleierspringerin. Ich hoffe, das bedeutet, ihr habt eine Idee. Möglicherweise... Eine Blase wie diese? In ihrem Zentrum muss irgendetwas sein, das sie erzeugt. Irgendetwas Mächtiges. Wenn wir es finden und entfernen können, gefahrlos meine ich, sollte sich die Blase auflösen. Und dann sind wir wieder in der Realität? Das hoffe ich wirklich sehr. Na dann, gehen wir. Okay, wir sollen in die Blase und das Artefakt abschalten. Wir haben ein neues Gruppenmitglied bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die nur vorübergehend bei uns ist oder nicht. Aber ich würde sagen, wir gehen der ganzen Geschichte in der nächsten Folge weiter nach. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.